Ja, wir verfallen gerade in Nostalgie über die Hörsaalatmosphäre, die wenigstens wir zwei hier genießen können. Sie zu Hause leider in diesem Semester noch nicht, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich aber umso mehr, Sie heute begrüßen zu dürfen zur schon letzten regulären Vorlesung in unserer Reihe über Naturkatastrophen, Epidemien, Plagen und was sie mit uns anrichten. Sie richten mit uns an, dass wir alle zu Hause sitzen müssen, auch wenn sich langsam doch ein Horizont zeigt, wo wir vielleicht dann wieder zurückkehren können in unser gewohntes Alltagsleben. Meine Freude, Sie heute begrüßen zu dürfen, wird auch etwas dadurch getrübt, dass eigentlich Christoph Riedweg hier an meiner Stelle sitzen sollte, der jedoch nach einem kleinen Unfall noch viel mehr an sein Haus gebunden ist als wir alle. Wir wünschen ihm aber auf diesem Wege viele Besserung und gute Besserung. Auf Zoom ist er selbstverständlich auch bei uns. Als Referentin für den heutigen Abend darf ich Frau Professor Elisabeth Bronfen begrüßen. Auch für Sie trifft natürlich zu, was für viele Referentinnen und Referenten in unserer Ringvorlesung bereits gesagt wurde, dass man sie eigentlich nicht vorstellen müsste. Natürlich hält mich das aber nicht davon ab, ein paar wenige Worte zu ihrem Werdegang und zu ihren Studien zu verlieren. In München geboren, studierte Elisabeth Bronfen Germanistik, Anglistik und Komparatistik am Radcliffe College und an der Harvard University und arbeitete im Anschluss daran an der Universität München, wo sie 1986 mit einer Arbeit über die Pilgrimage-Romane der britischen Schriftstellerin Dorothy Richardson promoviert wurde. 1891 hat sie sich ebenfalls in München habilitiert und dann 1993 bereits einen Ruf nach Zürich angenommen, wo sie seither zunächst als Extraordinaria und seit 2001 als Ordinaria für englische und amerikanische Literatur lehrt und forscht. Sie ist der Universität Zürich seither immer treu geblieben, hat zugleich aber auch zahlreiche Gastprofessuren in Europa, Australien und den USA wahrgenommen. Seit 2017 ist sie außerdem Global Distinguished Professor an der New York University. Die Berufung von Elisabeth Bronfen war für die damals bestimmt nicht besonders progressive Universität Zürich ein kühner Schritt. Sie berief eine damals sehr junge Geisteswissenschaftlerin mit einem prononciert feministischen Profil auf diese Professur. Ihre Habilitationsschrift Over Her Dead Body, Death, Femininity and the Aesthetic hatte große Resonanz gefunden, weit über ihr eigentliches Fach hinaus. Schon diese Arbeit war stark interdisziplinär angelegt und nahm vielfach theoretische Impulse auf, von Butler und Bakhtin, Freud und Foucault bis zu ganz vielen anderen. Die Breite der Interessen und Kenntnisse, die sich hier andeuteten, hat Elisabeth Bronfen seither vielfach weiterentwickelt und sie ist dabei geisteswissenschaftliche Avantgarde geblieben. In weiter kulturwissenschaftlicher Perspektive hat sie ihre Forschungsgebiete stets erweitert und insbesondere dem Medium Film intensive Aufmerksamkeit geschenkt. Darauf werden wir heute auch zurückkommen. Ihr Werk beeindruckt nicht allein durch seine ungemeine Fülle, sondern auch durch seine, jedenfalls in einer solchen Vorstellung, gerade unfassbaren inhaltlichen Breite. Arbeiten zu Shakespeare stehen neben einer Studie über die Fernsehserie Mad Men, eine Einführung in das Werk des Philosophen Stanley Cavell neben einem Buch über Kriegsreporterinnen im Zweiten Weltkrieg und ja, einem Kochbuch. Neben all dem steht ein breites Engagement in öffentlichen Diskursen über kulturwissenschaftliche Themen, aber auch als Expertin für die amerikanische Zeitgeschichte. Schon allein diese Medienpräsenz ist beeindruckend.
Für ihre Arbeiten wurde Elisabeth Bronfen vielfach ausgezeichnet. Erwähnen möchte ich nur den Wissenschaftspreis der Abi-Warburg-Stiftung im Jahre 2017 und das Ehrendoktorat der Universität Nürnberg, das in diesem Jahr verliehen wurde oder noch verliehen wird, sehen. Auch wenn ich auf Elisabeth Bronfens Werk nicht näher eingehen kann, so will ich doch zumindest das wunderbare Buch erwähnen, das wir der Corona-Krise zu verdanken haben. Elisabeth Bronfen hat bereits im letzten Herbst unter dem Titel Angesteckt, wir sehen das Cover auch schon, Zeitgemäßes über Pandemie und Kultur, ein weites Panorama von Überlegungen zur Pandemie vor dem Hintergrund von Werken aus Film und Literatur von Hesiod bis Contagion vorgelegt. Einen kleinen Parcours durch das Pandemie-Archiv Kino wird sie uns nun in ihrem Vortrag bieten. Wir freuen uns außerordentlich darauf. Also vielen Dank an Sie für die freundliche Vorstellung. Und jetzt doch auch noch einen großen Dank an Christoph Riedweg, der leider heute nicht da ist, dafür, dass er mich bei einem Kaffee davon überzeugt hat, hier einen Vortrag zu halten. Und ich starte jetzt sofort. Wie Sie sehen, der Untertitel meines Buches Angesteckt, mit dem ich mir, um Hans Blumenberg zu zitieren, im ersten Lockdown sowohl die Zeit wie auch die Angst vertrieben habe, der Untertitel nimmt eine Denkfigur eines anderen Philosophen des 20. Jahrhunderts in den Fokus. Und zwar Sigmund Freud, der 1915, also ein Jahr nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs, seine zeitgemäßen Gedanken in diesem Fall zu Krieg und Tod verfasst hat. Für die Art, wie das Kino sich mit Pandemien befasst hat, ist interessant, wie dies mit seiner Vorstellung zusammenhängt, dass der Krieg, und in unserem Fall wäre das jetzt die Pandemie, unser Verständnis von Tod verändert hat. Seine Pointe ist folgende: Den Tod erkennen wir zwar als ein Naturgesetz an, wir wissen, er ist unleugbar und unvermeidlich, zugleich haben wir die unübersehbare Neigung, diesen aus unserem Leben auszublenden. Das heißt, die eigene Sterblichkeit wollen wir ignorieren. Die Sterblichkeit ist etwas, was wir leugnen wollen, obgleich sie doch so sehr mit unserem ganzen leiblichen Dasein verwoben ist. Und für diese Einbuße, dass wir den Tod sozusagen an die Peripherie unseres Bewusstseins verdrängen wollen, suchen wir aber irgendwo Ersatz, weil wir ja eigentlich wissen, wie sehr der Tod Teil unserer Existenz ist. Und Freuds Punkt ist, wir suchen dafür Ersatz in der Welt der Fiktion. Und man könnte jetzt sagen, seit dem 20. Jahrhundert auch in der Welt des Kinos, also der Kinoleinwand. Und in Freuds Worten, dort finden wir noch Menschen, also in der Welt der Fiktion, die zu sterben verstehen, ja, die es auch zustande bringen, einen anderen zu töten. Dort allein erfüllt sich uns auch die Bedingung, unter welcher wir uns mit dem Tod versöhnen können. Der Pakt mit dem Kinozuschauer oder der Kinozuschauerin wäre also folgender: In der Welt der Fiktion dürfen wir uns mit Heldinnen und Helden identifizieren, wir dürfen mit ihnen sterben, zugleich aber bleibt unser eigenes Leben unantastbar. Man kann das auch nochmal anders formulieren: Wir dürfen am Sterben eines oder einer anderen teilhaben und können uns zugleich einreden, der Tod ist da vor uns, aber nicht für uns. Was aber passiert, wenn der Ausnahmezustand die Fiktion nicht lediglich einen befriedigenden Ersatz und Trost darstellt, sondern wenn auf einmal die Realität von diesem eingeholt wird, wenn die Realität sogar die Welt der Fiktion nachahmt? Zum Schluss seiner zeitgemäßen Gedanken stellt Freud die Frage, ob es nicht besser wäre, dem Tod jenen festen Platz in der Wirklichkeit und in unseren Gedanken einzuräumen, der ihm ja eigentlich gebührt. Es hätte nicht nur den Vorteil, dass wir unserer Versehrtheit mehr Rechnung tragen, es würde uns auch das Leben wieder erträglicher machen. Dieses erträglicher machen ist natürlich auch ein Punkt, über den man dann länger diskutieren könnte, was das denn hieße, den Tod wieder erträglicher zu machen. Aber für ihn geht es darum, er sagt eben, ist doch jede Illusion wertlos, die uns daran hindert, ein Stück Wirklichkeit zu ertragen, das sich nicht verleugnen lässt.
Und deshalb erinnert Freud an das alte Sprichwort, und das habe ich jetzt auch noch auf die Folie getan: Wenn du den Frieden erhalten willst, so rüste zum Kriege. Dabei geht es ihm um eine zeitgemäße Abänderung. Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein. Und ich meine, diese Haltung hat in den letzten anderthalb Jahren nochmal eine ganz eigene Bedeutung für uns bekommen. In der Vorstellung, sich auf die eigene Versehrtheit besser vorzubereiten, liegt ein Trost, wenn auch ein sehr ernüchternder. Das Archiv des Pandemie-Kinos, welches ich Ihnen jetzt heute vorstellen möchte, und ich kann eben wirklich nur punktuell auf einige Stadien eingehen, hat eine andere Lösung anzubieten. Also nicht Freuds Wunsch nach einem ernüchternden Erwachen, sondern, und das ist ganz entscheidend praktisch für alle Pandemiefilme, es sind grundsätzlich Überlebensnarrative. Und zwar Überlebensnarrative, die nicht nur auf die Überwindung einer Seuche setzen, es bleibt auch immer etwas für diejenigen, die in der Erzählung diese Katastrophe erfahren haben, im Geheimen. Das heißt also, wir sehen mehr als die Figuren in diesen Filmen. Wir haben oft auch einen Wissensvorsprung. Wir dürfen also nicht nur von der Seuche unbetroffen, deren wütende Zerstörung auf der Leinwand genießen. Wir genießen eben auch den Umstand, dass wir den besseren Einblick in die Lage haben. Und in dem Sinne übertrifft das Pandemie-Kino eigentlich das, was sich Freud selber vorgestellt hatte für die Welt der Fiktion, bei der es ihm hauptsächlich um die literarische Welt geht. Ich möchte also mit einem ersten vielleicht sogar dem ersten Film zum Pandemie beginnen und nenne meinen habe meinen Titel Vampir als Superspreader. In einer Kolumne in New York Times am 9. Mai des vergangenen Jahres schreibt die Journalistin Maureen Dowd, dass seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie die Fledermaus zum globalen Schurken geworden ist. Wenn sie das jetzt so sagt, ist das natürlich eine Anspielung auf einen ganz bestimmten Roman, den berühmten viktorianischen Vampirroman Dracula von Bram Stoker. Der ist bereits im Jahr 1897 erschienen. Und der Roman beschreibt, obwohl man erst jetzt wieder so richtig versteht, dass das eigentlich ein Seuchentext ist und nicht einfach nur ein Vampirtext. Er beschreibt eben, wie eine tödliche Pandemie nach England eingeführt wird, weil ein Immobilienmakler den Grafen Dracula aus Transsilvanien mehrere Grundstücke im Großraum von London verkauft. Und dabei benutzt Bram Stokers Roman magisches Denken nicht nur, also zurückgreifen auf das Übernatürliche. Er tut es nicht nur, um Ängste zu erklären, wie kommt der Tod hierher, es ist ein Vampir statt es ist die Seuche. Er bedient sich eben auch einer zusätzlichen Deckgeschichte. Die tödliche Ansteckungsgefahr erscheint in der Gestalt eines eleganten Aristokraten aus einer fremden Gegend in Mitteleuropa, der auf seine Opfer eine geheimnisvolle Ausstrahlung ausübt. Das heißt also, gerade weil man diese Seuche als eine Vampirgeschichte erzählen kann, hat sie nicht nur eine Personifizierung bekommen, die Personifizierung ist auch griffig und es ist, wie gesagt, noch zusätzliches eleganter Aristokrat und Osteuropa. Ganz entscheidend für alle Pandemiefilme, die Pandemie und auch die meisten literarischen Texte, die Pandemie kommt von außen, sie ist nicht vom Innen. Wir werden sozusagen Englisch nennt man das Visitation, sie kommt von außen und greift uns an. Und dieser Gedankengang wird in der ersten erhaltenen Verfilmung, es ist nicht tatsächlich die erste Verfilmung, aber die erste erhaltene von diesem Roman Dracula, aufgegriffen, damals unter dem Titel Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Und der kam eben 1922, und das ist nicht unbedeutend, ins Kino. Denn damals bezog sich der Film sowohl auf das Massensterben in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, aber angesichts der Covid-19-Pandemie lässt sich dieser Film eben auch als die Chronik der Entwicklung einer ganz bestimmten Seuche verstehen, nämlich die spanische Grippe, die ja im Umfeld des Ersten Weltkriegs dann noch mehrere Jahre später durch Europa grassierte. Und das möchte ich, dass wir uns jetzt etwas genauer anschauen, den Film also nicht so sehr als klassischen Vampirfilm anzuschauen, sondern eben als eigentlich die Chronik einer Pandemie. Und das wird eigentlich bereits mit der ersten Titelkarte hervorgehoben,
Da steht nämlich, dass es sich um eine Aufzeichnung des großen Sterbens in Visburg auf der Ostseeinsel Gotland im Jahr 1838 handelt. Und die Ausgangslage kann man schnell erzählen. Der Jurist, ein junger Mann, Hutter, wird von einem Immobilienmakler, für den er arbeitet, nach Transsilvanien geschickt, um einem mysteriösen Grafen einen Kaufvertrag anzubieten. Der Makler, in dem der Vampir aber eben schon einen Komplizen gefunden hat, der schlägt noch dazu das herrenlose Haus direkt gegenüber dem seines ahnungslosen Mitarbeiters vor. Wir haben also hier bereits die unheilvolle Verschränkung, die für uns heute ja wieder so brisant geworden ist, nämlich zwischen globalem Handel und Pandemie. Nur weil jemand nach Osteuropa fährt und jemand ein Haus in Visburg anbietet, der dann seinerseits mit einem Handlungsschiff kommt, kann sich diese Seuche verbreiten. Und diese Denkfigur, auf die kommen wir dann ganz zum Schluss meines Vortrags nochmal, also bitte im Kopf behalten. Jedenfalls befindet sich Hutter bald darauf in einer Herberge in Transsilvanien und zu nächtlicher Stunde nimmt er ein Buch, und das ist jetzt auch entscheidend. Der Film wird 1922 gemacht, spielt zwar 1838, aber das Buch, das er zur Hand nimmt, kommt aus dem Jahr 1639. Das heißt, wir haben wirklich drei Zeiten, die miteinander über dieses Buch und die Gestalt des Vampirs verbunden werden. Und in diesem Buch geht es um den sagenumwobenen historischen Nosferatu. Er nimmt es also sozusagen zur Hand und liest es, bevor er einschläft. Die Analogie jetzt, um die es mir hier vor allem geht, zwischen Vampir und Virus, die durch diesen Film etabliert wird, geht nun noch ein Stück weiter. Man könnte nämlich sagen, Nosferatu gehört zu einer Legende, die über die Jahrhunderte verbreitet worden ist. Wie das Virus ist somit auch die Figur des Vampir ein Wesen, das nicht abstirbt, sondern in unserem kulturellen Bildrepertoire herumwandert und seine Gestalt jeweils der Zeit, in der sie wieder erscheint, anpasst. Halten wir also deshalb für diesen herumgeisternden Vampir fest. Murnau nutzt in Nosferatu die Figur des Vampirs, um die Verbreitung der Seuche, um der eine greifbare Gestalt zu geben. Auf diese Weise kann ein unsichtbarer Feind eben begreifbar werden. Und zwar als personifizierte Ansteckungsgefahr, auf die wir durch die Titelkarte am Anfang bereits vorbereitet sind. Wir werden also sozusagen von dem Namen Nosferatu bereits in eine gewisse Angstfantasie versetzt. Weil die Bedrohung an einer bestimmten Figur festgemacht wird, kann aber gleichzeitig diese Angst entschärft werden. Das heißt, wir fürchten uns zwar vor dem, was passieren wird, sobald der Vampir auf Wanderschaft geht, aber wir wissen eigentlich, es ist Teil einer bestimmten narrativen Formel. Wie in den gegenwärtigen Berichten der Virologin, und das wird, glaube ich, erst jetzt, wenn man diesen Film nochmal anschaut durch die Brille dessen, was wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, wenn man das also jetzt sozusagen, oder wenn man es bezieht auf die gegenwärtigen Berichte der Virologen, wird die Bewegung, mit der die Krankheit sich langsam vorbereitet, genauso aufgezeichnet, wie Virologen das nachträglich auch immer wieder bei Seuchen zu tun pflegen. Und da kann man dann genau sehen, als ob das rückwärts konstruiert, rekonstruiert wurde. Särge mit Erde werden auf den 2-Mast-Schoner im Prusa geladen, dann läuft das Schiff aus. Und dann gibt es sogar auch die Medienverbreitung, also auch da wieder eine virale Bewegung. Nämlich ein Zeitungsartikel hält den Verlauf der Seuche fest. Da steht dann eben, in Transsilvanien und in den Häfen des Schwarzen Meeres Dahme und Galas ist eine Pestepidemie ausgebrochen. Junge Leute werden in Massen hingerafft. Bei allen Opfern zeigen sich die gleichen eigenartigen Wundmale am Hals, deren Herkunft den Ärzten noch rätselhaft ist. Die Dardinellen werden dann auch für sämtliche pestverdächtige Schiffe gesperrt. Wie gesagt, wenn man das heute liest, denkt man, das hört sich sehr ähnlich an zu dem, was im letzten Jahr dann im April, Mai und Juni in den Medien berichtet wurde. Kann jetzt aber auch sagen, war zu Murnaus Zeiten Transsilvanien das, was für uns heute China ist, so nimmt der Film Nosferatu vorweg, dass das Virus in der Fremde seinen Ursprung hat.
Auch die Bewohner von Wisburg konnten zudem auch noch eine Analogie zu heute, dessen langsame Verbreitung in der Zeitung verfolgen. Aber auch sie brauchten den realen Anblick der vom Virus befallenen Körper, bevor sie bereit waren, die Gefahr wirklich auf sich zu beziehen. Das heißt also, bereits da sehen wir etwas, was auch diese in den letzten anderthalb Jahren so deutlich wurde. Man hätte es wissen können, aber man wollte es nicht wirklich wahrnehmen. Dann eben fährt das Geisterschiff im Hafen von Wisburg ein und bringt die Pest in dieses idyllische Städtchen. Und ich habe für Sie drei Standbilder des fantastisch von Max Schreck gespielten Nosferatu ausgesucht, damit Sie sehen, wie der Virus jetzt hier ganz konkrete Gestalt annimmt. Da guckt er zuerst einmal aus dem Schiff, um zu sehen, dass auch wirklich niemand da ist. Und dann trägt er, was ja doch auch sehr goldig ist, seinen eigenen mit Erde gefüllten Sarg, in dem er dann tagsüber schläft und kehrt dann in dieses Herrenhaus. Sie sehen, er hat noch immer rechts den Sarg unter dem Arm, zieht da in dieses herrenlose Haus ein. Das heißt also, wie gesagt, der Virus hat jetzt hier diese hinreißende, wenn auch furchtbare Gestalt angenommen und dadurch wird der Virus greifbar. Er wird aber auch, vor allem weil Max Schreck das ein so trauriger Vampir ist, er wird zu einer merkwürdigen Sympathie, es wird zu einem merkwürdigen Sympathieträger. Was folgt, kennen wir auch von heute. Der Notstand wird ausgerufen. Der Bevölkerung wird befohlen, nach Hause zu gehen, alle Fenster und Türen zu schließen, damit die Seuche sich nicht weiter auf den Straßen verbreiten kann. Verbietet der Bürgerrat zudem, den Infizierten ins Krankenhaus zu gehen. Die Erkrankten müssen zu Hause sterben. Und jetzt verwandelt sich Furcht in Angst. Die ganze Stadt ist von dieser Angst ergriffen. Niemand kann nämlich mit Sicherheit sagen, wer noch gesund und wer schon krank ist. Und auch ganz interessant, weiße Kreuze werden an Haustüren gemalt und das schürt natürlich einerseits die Gewissheit, dass es sich jetzt hier um Ansteckung handelt, aber es zeigt eben auch, dieser Virus könnte jetzt alle oder diese Seuche könnte jetzt alle treffen. Und dann kommt eben, deswegen wollte ich einfach, dass Sie nochmal sich dieses Bild mit diesem wunderschönen Max Schreck und dem einzelnen Sarg unter dem Arm vergegenwärtigen, dann kommt eben das Gegenbild. Das ist nun die Frau von Hutter, Ellen, die liest in dem Buch und trifft eine wichtige Entscheidung. Sie sehen also, wie sie zum Fenster rausschaut und sie sieht diese Menge an, also eine ganze, mehrere Männer, die Särge tragen, diesmal aber eben zwei Männer auf ihren Schultern und sie tragen die Toten aus dem Stadt. Sie tragen die Toten aus der Stadt. Das wäre, wie gesagt, das Gegenbild zu der Ankunft Nosferatus. Man könnte auch sagen, sie bezeugen die Auswirkung, die Nosferatus Anwesenheit in Wisburg hat. Man kann auch sagen, aus der einzelnen Gestalt, die unter dem Namen den eigenen Sarg trägt, die er jetzt in sein neu befördertes Haus, haben wir jetzt einen ganzen Zug von Särgen, die auf den Schultern von den Männern aus dem Haus herausgetragen werden. Und wichtig jetzt hier auch, was Sie als Titelkarte gesehen haben, Ellen ist angeregt von diesem Anblick, nimmt dann das Buch Nosferatu in die Hand, welches Hutter ihr verboten hat zu berühren. Und diese Lektüre, sie darf es eigentlich nicht in die Hand nehmen, aber sie nimmt es in die Hand. Da ist genau schon auch die Infektion über die Berührung mit drinnen. Diese Lektüre entpuppt sich als literarische Infektion, die Ellen mit dem geschilderten magischen Denken ansteckt. Das Buch rät nämlich nicht zur Quarantäne und Auslagerung der Toten, sondern zum Selbstopfer einer schuldlosen Frau. Und gerade von dieser Beschreibung angesprochen, aber eben auch, weil sie aus dem Fenster geschaut hat und diese ganzen Särge gesehen hat, die aus der Stadt herausgetragen wurden, entschließt sie sich zu diesem Selbstopfer. Sie lotst in der darauf folgenden Nacht den unbekannten Nachbarn von gegenüber zu sich und lässt ihn tatsächlich in ihren Armen den Schrei des Hahns vergessen. Und das gucken wir uns jetzt noch an. Eigentlich wäre hier auch eine etwas dröhnende Musik zu hören, aber vielleicht man wird sie jetzt gleich hören. Okay, gut. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man sie nicht hört, aber jetzt kommt die Musik.
Das ist doch der wunderbare Max Schreck. Hinreißend. Zu traurig. Sehen jetzt von den ersten Strahlen der Morgensonne getroffen, verendet er, könnte man sagen, und er wird zu einem Rauch, traurigen Rauch. Und mit ihm verschwindet die Krankheit, die er verkörpert hat, aber auch Ellen stirbt. Weil außer ihr niemand in Wisburg den Vampir zu Gesicht bekommen hat, wissen ihre Mitmenschen nichts von ihrer selbstlosen Tat. Sie kann noch einmal nach ihrem Geliebten rufen, Kutter, und dann, der rennt zwar zu ihr, aber es ist zu spät. Und die finden eben eigentlich nur die Sterbende und denken, die ist jetzt auch einfach an der Seuche gestorben, was ja tatsächlich auch bis zum gewissen Grad stimmt. Aber das ist das Entscheidende von mir. Wir bekommen eben auch noch diese Titelkarte, das ist jetzt aus der englischen Version. Zur selben Stunde hörte das große Sterben auf und wie von den siegreichen Strahlen der lebenden Sonne war der Schatten des toten Vogels verweht. Das ist, was ich vorher meinte mit, wir haben mehr Wissen als die Figuren im Film. Und das werden wir am Schluss des Vortrags bei Contagion auch nochmal sehen. Das ist ganz wichtig für die Leute. Im Film ist sie scheinbar auch einfach an der Pest gestorben, aber jetzt, das war das letzte Pestopfer. Wir wissen, warum sie gestorben ist, weil es eben um diese weibliche Selbstopfer geht, die reine Frau, die sich hingeben muss, damit die Welt von der Pest gereinigt wird. Das ist aber noch nicht das Ende des Films, es kommt nämlich auch noch ein extrem merkwürdiges Abschlussbild. So, das ist das merkwürdige Abschlussbild. Einerseits ist das die Ruine von Draculas Schloss. Der ist ja jetzt tot, also fällt sein Schloss auch in eine Ruine. Aber es ist gleichzeitig auch eine Ruine, aus der etwas Neues erwachen könnte. Das heißt also, am Ende von Mona aus Nosferatu können die Zuschauer selbst entscheiden, ob sie diesem wiedergewonnenen Frieden trauen möchte. Es könnte nämlich auch, und deshalb nicht unbedeutend, das ist 22, und da liegt ein ganzer Teil Frankreichs in Ruinen. Es könnte auch eine Mahnung vor eben jenem Trost sein, den der Aberglauben uns zu schenken verspricht. Und deshalb meine ich eben, dass diese Ruine doppeldeutig ist. Und es ist eben tatsächlich auch so, weil sie so doppeldeutig ist, hat es, das war ja, was ich meinte, mit dem Viralgehen von Geschichten, die über virale Infektionen handeln. Es hat seitdem nicht nur mehrere Remakes von Nosferatu gegeben, sondern es hat auch einige Filme gegeben, die diese Analogie von Virus und Vampir nochmal aufgreifen. Also vor allem, und ich habe Ihnen jetzt hier einfach eine Liste, nicht aller Filme, über die ich sprechen werde, sondern überhaupt eine ganze Reihe von Filmen aufgeführt. Ganz oben nämlich nicht nur Nosferatu, sondern eben auch The Last Man, von dem es ebenfalls mehrere Remakes gibt. Omega Man und I Am Legend und vor allem dann auch der wirklich großartige Zombie-Film Dawn of the Dead. Ich möchte aber jetzt zu meinem nächsten Unterpunkt kommen, nämlich was ich zwei Stränge des Outbreak-Narrative in Hollywood nenne und darauf beziehen sich dann die weiteren Filmtitel auf diesem Slide. Die Kulturwissenschaftlerin Priscilla Wald hat für die Katastrophenfilme, die sich mit Pandemien befassen, den Begriff Outbreak Narrative geprägt. Nachdem ein Infektionsausbruch identifiziert worden ist, wird das globale Netzwerk, durch das es sich verbreitet, mit digitalen Bildzauber dargeboten. Ebenso visuell geschickt wird die epidemiologische Arbeit aufgezeichnet, die in der Eindämmung der Seuche mündet.
Und weil die Handlungsabfolge, die räumlichen Bewegungsrouten der Mikroben und die Interaktionen, die diese unterstützen, miteinander verwebt, entsteht laut Wald eine ihrer Ambivalenz bezwingende Geschichte über die Gefahren menschlicher Wechselbeziehungen wie auch dem siegreichen Erfolg der Kooperation. Das heißt, wir haben wissenschaftliche Expertise, ökologische Umsicht, politische Machtspiele und individuelle Eigennutz, die halten sich in diesen Filmen die Waage. Die drohenden Desaster einer Mikrobeninvasion liegt, so die erstaunliche Pointe der Filmgattung, zudem die Möglichkeit der Regeneration und Hoffnung. Ich hatte ja schon gesagt, das sind Survivor Narratives, also es geht ums Überleben. Und deswegen, ganz schnell gesagt, man braucht die Pointe, damit man zeigen kann, Leute, die mutig sich dagegen wehren können auch das, was bislang im Argen lag, wieder regenerieren. Denn die Gattung bringt auch mit sich, dass aus potenziellen Opfern handlungsbefähigte Heldinnen und Helden werden, die nicht nur ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen, sondern auch das Überleben der Gemeinschaft sicherstellen. Es braucht, und das ist eben der witzige Punkt, es braucht regelrecht die Bedrohung von außen, um die menschliche Koexistenz, unser Miteinander wieder zu konstituieren. Die sentimentale Sinnlösung einer zurückgewonnenen Normalität, das wird dann in dem Hollywood-Kino meist als Familienbildung oder Rekonstruktion eines Freundeskreises verhandelt, das wirkt ebenso beruhigend wie der Wissensvorsprung, den auch in diesen Filmen der Zuschauende immer hat. Die betroffenen fiktionalen Figuren begreifen erst im Rückblick, und auch da liegt die Analogie zu der Arbeit der Epistemologen, die begreifen erst im Rückblick die eigenen Versäumnisse. Wir aber können uns darauf verlassen, die Katastrophe wird entweder in letzter Minute aufgehalten oder mit großem Einsatz überwunden. Und ein anderer Teil dieser Art von Filme besteht eben auch darin, je unplausibler die Handlungsabfolge, die diesen Triumph über den Virus zu bewerkstelligen hilft, desto größer ist unsere Befriedigung. Wir können uns dadurch nämlich immer vergewissern, es handelt sich nur um die Welt der Fiktion. Und genau darin liegt auch der Trost dieser Filme. Ein Parcours durch die berühmtesten Hollywood-Pandemiefilme macht zwei formelhafte Narrationsweisen des Outbreak-Narrative sichtbar, und die haben dann immer wieder neue Mutationen erfahren. Die erste ist eine Erzählweise, die auf den viralen Ausbruch mit einer Angst, also die zeigt einen viralen Ausbruch, und in dieser wird die Angst vor diesem Ausbruch mit einer Angst vor politischer Infektion gleichgesetzt. Und da wird sozusagen Seuche und die Furcht, man wird aus politischen Gründen manipuliert, deutlich gemacht. Und das kann der Staatskörper sein, das kann die Presse sein, das kann das Militär sein oder auch die Regierungsbehörden. Und wenn Sie so wollen, ein Filmpatient Null dieses ersten Strangs wäre das von Don Siegel, 56 herausgebrachte Film, also der erste von denen, nämlich Invasion of the Body Snatchers. Und hier geht es darum, dass ein Arzt als einziger bemerkt, dass um ihn herum die Menschen nicht mehr sie selber sind, sondern durch fremde Wesen ausgetauscht wurden. Also sie sind infiziert worden und auf einmal sind sie abgestorben und zu was Neuem geworden. Was man ja von einigen Erkrankten auch sagen könnte. Der Unterschied lässt sich also nicht in ihrer äußeren Erscheinung festmachen, sondern darin, dass ihnen etwas fehlt. Sie zeigen keine Emotionen mehr. Und das es ist halt 50er Jahre frühe Science Fiction. Außerirdische Wesen haben Schoten überall in der Stadt, die infiziert worden ist, versteckt. Und in denen werden eben diese Replikanten der Einwohner ausgebrütet. Und das ist genau das eben, und immer dann, wenn die fertig sind, findet im Tiefschlaf eine Seelen- und Gedächtniswanderung statt. Es handelt sich also um eine Erkrankung, die sich verbreitet, und bald ist die ganze Stadt nur noch von Mutanten bevölkert und es droht, dass ganz Kalifornien bald besetzt wird. Aber in der letzten Minute gelingt es dem Arzt, die Verbreitung anzuhalten, weil man seiner fantastischen Geschichte endlich glaubt.
Es ist natürlich wichtig, und über Invasion of the Body Snatchers ist viel geschrieben worden. Als der Film herauskam, sah man in diesen Schotenmenschen sowohl das Zerrbild einer politisch betäubten Bevölkerung, die Mitte der 50er Jahre sich ganz dem Konsumzwang hingab und eigentlich ihre Identitäten verloren hatten. Man sah aber natürlich auch eine politische Verschwörung von rechts, die Paranoia betreffend einer kommunistischen Gleichschaltung ins Visier nahm. Also die unheimlichen Menschen, die keine Abweichung dulden, entsprachen eben der paranoiden Vorstellung, das Landesinnere wäre mit kommunistischen Schläfern besät, die sich als Amerikanerinnen und Amerikaner tarnen, um das ganze Land sozusagen viral mit dem politischen kommunistischen Denken zu infizieren. Also egal, ob man jetzt die Infektion dem Konsum zuschreibt oder die Infektion einer bestimmten bedrohlich verstandenen politischen Gesinnung zuschreibt, in jedem Fall dient hier die virale Infektion als Denkbild für einen politisch begriffenen Sinneswandel, einer, der nicht nur persönliche, sondern nationale Bedrohung darstellt. Indem die Infizierten sich durch die Mutation des Wirtes körperlich ausdrückt, wird zugleich auch sichtbar, wie sie den Gesellschaftskörper angreift. Also Analogie zwischen individuellem Körper und Gesellschaftskörper. Und somit zwischen persönlicher Infektion und politischer Bedrohung. Also wie gesagt, dadurch, dass sich dieses Stadtbild so verwandelt, merkt man, das ist jetzt keine demokratische Diversität mehr. Und auch hier haben wir wieder eine rhetorische Entlastungsgeschichte, indem man sagt, es sind aber die Schoten oder es ist wie der Vampir, die diese Veränderung mit sich gebracht hat. Und das heißt, wenn man die Schoten zerstört, dann kann man auch diese Bedrohung zerstören. Und das ist eben genau das, worum es bei diesen Filmen geht. Hat man sich einmal eben auf diese Warnung eingelassen, so paranoid sie auch wirken mag, lässt sich die außerirdische Gefahr auch ausroden. Sie, wie auch die politischen Konsequenzen, die ihr Ausbruch mit sich brachten, erweisen sich somit als grundsätzlich überwindbar. Deswegen ist das nochmal eine optimistische, mit Hoffnung besäte Geschichte. Es gab anschließend nicht nur den Remake Body Snatchers von 78, der Erzählstrang des Pandemie-Kinos, der einen Virusausbruch als fremde politische Intervention begreift, kommt dann nochmal bei Oliver Hirschbergs, wo es dann nur noch Invasion heißt. Und hier ist vielleicht nur kurz zu erwähnen, was in diesem zweiten Remake umgedacht wird, weil es geht ja eben auch darum, dass diese Pandemiefilme sich immer dem Zeitgeist anpassen. Es ist nämlich so, dass es jetzt hier nicht mehr sich um eine fiktionale kalifornische Kleinstadt handelt, sondern um Washington D.C. Es ist zudem der Leiter des CDC, der als erster erkrankt und dann sein Amt dafür nutzt, um alle anderen um ihn herum zu verseuchen. Und es gelingt ihm insofern innerhalb kürzester Zeit eine ganze Schar an Gleichgesinnter zu erzeugen. Und das heißt also, in diesem Fall trifft das Misstrauen eben nicht irgendwelche Außerirdischen, sondern eben eigentlich die Korruption im Innern des Landes, weil der Film immer auch auf die Verwüstung des Hurricane Katrina im Hintergrund hinweist und eben auch auf verschiedenste amerikanische außenpolitische Desaster. Und vor allem das besonders Beunruhigendste, das, dem man jetzt misstraut, ist sozusagen das Gesundheitswesen an sich. Auch da wieder viele Analogien zu den Corona-Verleugnern heute. Entscheidend ist noch eine andere Transformation. Aus dem Arzt der 50er Jahre ist die von Nicole Kidman gespielte Psychoanalytikerin Carol Burnell geworden. Und sie kämpft eben nicht nur, um ihren Sohn zu retten, also es ist auch noch eine Mutter, sondern sie wird eben auch von einem afroamerikanischen Biologen begleitet. Und der wird tatsächlich in seinem Labor in Fort Detrick ein Antiserum entwickeln. Die Auflösung ist dementsprechend auch ambivalent. Während alle infiziert sind, gibt es keine Gewalt und Krieg mehr, weil ja alle gleichgeschaltet sind. Mit der Rückkehr von Krieg und Gewalt weiß man, das Virus ist ausgeschaltet worden. Und so kann man sagen, wir haben hier eigentlich ein zynisches Abschlussbild, weil einerseits haben wir die sentimentale Zusammenführung der Kleinfamilie über die Heldin
von Nicole Kidman gespielt. Andererseits heißt es einfach auch, dass Aggression und Zerstörung absolut Teil der menschlichen Existenz sind. Und in dem Sinne kann man sagen, dass Oliver Hirschbiegels Invasion eigentlich auch Freud und Freuds Gedanken zum Krieg und Tod noch einmal fürs frühe 21. Jahrhundert aufgreift. Das wäre also sozusagen die eine Strang. Der zweite Strang, und das wäre dann Andromeda Strain 71 als der erste dieser Filme, stellt jetzt viel direkter eine Schurkerei im Herzen des Verteidigungsministeriums selber ins Zentrum. Das heißt, es sind andere Paranoia-Filme, wo es wirklich darum geht, das Militär selber ist in Verbindung mit den Gefahren der Seuche. Und auch das haben wir dieses Jahr wieder zu hören bekommen. Also letztes Jahr, als der noch damalige amtierende Donald Trump von den in chinesischen Laboren erzeugten Viren gesprochen hat. Im Zentrum steht also jetzt hier immer wieder ein Unfall, also in diesem Fall jetzt in Andromeda Strain, in einem mit bakteriologischen Kriegsführung befassten Projekt. Hier geht es darum, dass ein Satellit, der im Weltall Mikroorganismen für biologische Waffen hätte einfangen sollen, abstürzt über einem kleinen Dorf in Neumexiko. Da sind dann auf einmal alle Leute tot. Und entscheidend, es ist 71, also dadurch wird auch die Kritik am Militär deutlich. Wir haben eine Rahmenhandlung, in der Dr. Jeremy Stone, der an diesem geheimen Raumfahrtsprogramm mitgearbeitet hat, sich vor einem aber geheimen, also nicht öffentlichen Kongressausschuss des Senats verantworten muss. Das heißt also, der Umstand, dass er nachträglich seine Zeugenschaft macht, deutet darauf hin, dass die biologische Krise überwunden worden ist. Und zugleich steht von Anfang an eine offene Frage im Raum. Darf im Namen der nationalen Sicherheit Forschung betrieben werden, die etwas Unvorhergesehenes wie eine Seuche nicht im Griff hat? Was also auf der Kinoleinwand als prophetische Warnung nachgezeichnet wird, ist ein fiktives Szenario, in dem eine Simulation zu einem realen Angriff auf die eigene Bevölkerung artet. Und das wirft eben eine ethische Frage auf. In diesem Fall ist es ein kleines Dorf in Neumexiko. Es handelt sich also nur um sehr wenige amerikanische Bürger, die aus internen politischen, militärischen Gründen sozusagen von ihren eigenen Regierungen, wenn auch nicht bewusst, umgebracht wurden. In dem von Wolfgang Petersen 95 herausgebrachten Outbreak ist das viel, viel zynischer. Es ist eine Fortsetzung der Erzählformel, die aus dem Kalten Krieg geerbte Misstrauen gegenüber der Militär einfach noch zuspitzt. Wir dürfen also nicht vergessen, das ist die Amtszeit von Bill Clinton. Und hier wirkt auch weiterhin das Denkbild eines Kampfes an zwei Fronten. Also man muss einerseits gegen den ausländischen Virus kämpfen, man muss aber auch gegen die Schurken im Herzen des Führungsstabs kämpfen. Hier geht es um einen in Afrika zuerst ausgebrochenen Virus, der dann und auch wieder hier der globale Handel über eine Äffin nach Kalifornien eingeführt wird und andererseits um zwei sehr machthungrige Männer im Militär, die diesen Virus sozusagen ernten und daraus biologische Waffen produzieren. Und es läuft eben einmal mehr auf eine Bedrohung im Inneren hinaus, nämlich in dem Moment, in dem die Effi nach Kalifornien kommt und sich in einer kleinen Küstenstadt der Virus auszubreiten droht, wollen diese zwei Militärs kein Serum hergeben, weil sie natürlich ihr Geheimnis schützen müssen, dass sie biologische Waffen produzieren. Und es wird noch dazu dadurch zugespitzt, dass der wirkliche Schurke von Donald Sutherland gespielt, auch ganz zynisch seinem Mitspieler, der sich dann schlussendlich für ein besseres Verhalten entschließen muss, wird ihm eben sagen, was hat während einer Pandemie Vorrang, globales Mitgefühl für die ganze Nation oder örtliches Erbarmen für eine einzige Stadt. Er hat sich nämlich entschlossen, er will diese Stadt eigentlich von seinen Bombern angreifen und zerstören lassen, damit er weiterhin an dieser biologischen Waffe arbeiten kann. Und da wird gleichzeitig aber auch eine Analogie hergestellt zwischen dem Ort in Afrika, das war ein Lager von Söldnern, von denen man sagen kann, naja, das ist der amerikanischen Regierung egal, und einer Stadt
an der Küste Kaliforniens, wo man auf einmal merkt, weil die Regierung nicht richtig informiert wurde, wäre sie bereit, ihre eigenen Bürger und Bürgerinnen in einem Bombenangriff absterben zu lassen. Natürlich, einmal mehr kann man sagen, man braucht dieses noch viel dramatischere Bedrohung von beiden Seiten, damit eben die Helden sich dagegen auflehnen können. Und einerseits wird das durch eine Familienzusammenführung wieder wettgemacht und andererseits wird natürlich der Schurke im Militär ausgerottet, damit auch die Idee des Militärs und die der amerikanischen Regierung gerettet ist. Wenn man einen Schurken hat, der für alles verantwortlich gemacht werden kann, bleibt sozusagen die Institution intakt. Der Schurke ist ein Weiterdenken dessen, was der Vampir bereits schon bei Nosferatu macht. Ich möchte aber meinen kleinen Parcours mit einem anderen Film beenden, nämlich dem Film, den auf einmal alle Leute letztes Jahr wiedersehen mussten und von dem sie auf einmal meinten, der hätte prophetischen Charakter, der hätte ja die Covid-19-Pandemie vorausgesehen. Und ich meine natürlich Steven Soderberghs Contagion. Und ich muss jetzt dazu sagen, also ich zeige erst ein paar Standbilder und dann kommt eine Szene und wie wir so gerne sagen, for those meek of heart, also wenn Sie mit Gewalt Probleme haben, dann sollten Sie vielleicht an einer Stelle wegschauen. Also, wie verläuft dieser Film? Ich kann Sie auch warnen, wann Sie wegschauen müssen. Ein Tag, nachdem die hustende Patientin Null von Gwyneth Paltrow gespielt, von einer Geschäftsreise nach Hause kehrt, beginnt das Virus sich global zu verbreiten. Zusammen mit ihr und ihrem Sohn sterben innerhalb von 5 Tagen eine Reihe an Leuten, die mit ihr in Kontakt gekommen waren. Nicht nur in ihrer Heimatstadt Minneapolis, sondern auch in Chicago, London, Tokio und in der Guangdong-Provinz in China. In Genf begreift nun eine Epidemiologin, die für die World Health Organization arbeitet, die Verbindung der vereinzelten Todesfälle und sie versteht auch das Ausmaß an Ansteckungsgefahr und reist bald darauf nach Hongkong auf der Suche nach dem Ground Zero der neuen Infektion. Es ist also sehr ähnlich zu dem, was wir dieses Jahr gesehen haben, letztes Jahr. Gleichzeitig beauftragt der Leiter des CDC in Atlanta seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Minneapolis, die Erkrankten in Notlager zu isolieren. Am Ende wird tatsächlich eine Virologin einen Impfstoff entwickeln und für das Überleben der Menschheit sorgen. Das Erste, was wir natürlich feststellen müssen, ist, das ist ein Film und in diesem Film sind die Behörden das Gute. Jeder weiß, was er tun muss, jeder ist redlich, jeder versucht auch das Beste zu tun und sie überwinden alles Mögliche, weil sie finden heraus, wo das herkam und sie können ein Antiserum entwickeln. Was mich nun aber als Gegengeschichte zu Nosferatu interessiert, ist die Rolle, die auch hier die Frau spielt, die für die Ausbreitung des Virus verantwortlich gemacht worden ist. Nochmal zur Erinnerung, in Nosferatu ist es ja die opferbereite, reine Ehefrau, die den Vampir zu sich nachts lotst und dann dazu führt, dass er von den Strahlen der Sonne, den ersten Strahlen der Sonne getroffen, sich in Rauch auflöst. Was jetzt hier wichtig ist, ist, diese Frau ist eben überhaupt nicht rein und ist auch eigentlich gar nicht opferbereit. Stattdessen, wie gesagt, haben wir ja am Anfang diese hustende Gwyneth Paltrow. Wir haben herausgefunden, nicht nur, dass sie eine sehr forsche Frau ist, die gerne durch die ganze Welt reist, also eine global sich bewegende Freizügigkeit zeigt. Wir haben eben auch herausgefunden, dass sie in Chicago auch noch schnell ihren Liebhaber besucht hat, bevor sie dann nach Hause zurückkehrt. Sie ist also auch sexuell freizügig. Aus zwei Gründen, also gefährlich, und sie muss deswegen auch auf furchtbare Weise bestraft werden. Sexuelle Freizügigkeit und Bewegungsfreizügigkeit treffen sich in der Figur der Gwyneth Paltrow. Und da haben wir die Verknüpfung, die für uns ja auch dieses Jahr wieder so interessant war. Wen können wir als die Schuldigen definieren? Und die globalen Bewegungen sind auch ein Grund dafür, warum sich das Virus verbreiten konnte. Die werden also sozusagen auch als schuldig wahrgenommen. Und das verbindet sich an der schönen, promiskuösen Frau. Also der Virus bekommt 2011, das ist ziemlich erstaunlich, einfach weiterhin das Bild der Frau. Und das schauen wir uns jetzt an. Und wie gesagt, das ist dann zum Schluss hin etwas furchtbar.
Mir geht es um die Kulpabilisierung dieser Patientin Null. Sie erliegt nicht nur selbst der Krankheit, die sie zu verbreiten begonnen hat, sondern, und das ist jetzt die Pointe, die Filmbilder nach ihrem Tod verzerren zusätzlich den Anblick der Erkrankten auf schreckliche Weise. Das schöne Gesicht von Gwyneth Paltrow wird im wahrsten Sinne als Maske für eine furchtbare tödliche Bedrohung entlarvt. Also sie trägt das sozusagen in sich und das schöne Gesicht, das kennen Sie aus den Vanitas-Bildern, zeigt auf einmal die Würmer im Kopf. Hat er also sozusagen umgedreht aus der Bildikonografie übersetzt. Der Film Contagion führt uns vor, was auch heute die Epidemiologen beschäftigt. Wir haben das Nachspüren all derer, mit denen diese Geschäftsfrau in Kontakt gekommen war. Und das soll helfen, den Ursprung des Virus zu rekonstruieren und somit, also nicht nur das jetzt zu erheilen, sondern eben auch eine Prävention in der Zukunft zu ermöglichen. Das Beweismaterial, welches Beth Imhoff eindeutig als Patientin Null identifiziert, wird aber über eine Überwachungskamera in dem Casino in Macau geliefert, wo sich diese Verbreitung zuerst abspielt. Und was jetzt für mein Argument entscheidend ist, ist eben, wie es anders Gwyneth Paltrow in diesen Szenen inszeniert wird, weil wir haben statt dieser bleichen Sterbenden in dem Clip, den ich Ihnen gezeigt habe, hier eine lebenslustige, sinnliche Frau eben mit einem rot geblumten Kleid, rot-goldenen Blumen tragendes Kleid. Das ist aber auch nicht das letzte Mal, dass wir diese, könnte sie ja eben auch als eine Art mythische Sünderin, sei es Eva, sei es die Hure Babylon, sei es Pandora. Es ist nicht das letzte Mal, dass wir sie zu sehen bekommen. Contagion greift eben auch die mythopoetische Erzählweise zurück. Deswegen eben auch Eva und Pandora, den Anfang von allem Bösen an der Frau festmachen. Es geht hier aber nicht um eine Büchse und es geht auch nicht um einen Apfel, sondern um ein Festessen. Und ganz am Ende des Films findet der arme, betrogene Gatte, der nun begreifen muss, dass seine Frau in Chicago schnell noch etwas einen Ehebruch begangen hat, er findet ihre Kamera und auf dieser Kamera findet er den fatalen Besuch in einem chinesischen Restaurant, der noch vor diesen Szenen in Macau stattgefunden hat. Dort hat sie sich angesteckt und mit dieser Ansteckung ist sie dann nach Macau auf dem Weg zurück in die USA und hat dort mit den Leuten, die sie in diesem Casino getroffen hat, hat die angesteckt und die haben das dann global verbreitet. Und es läuft eben, und das ist das Wunderbare, man sieht ihn dann, er spielt dann mit der Kamera, schaut sich die ganzen Bilder an und es läuft auf dieses Bild hinaus, nämlich die Umarmung zwischen Beth und einem chinesischen Koch. Nur wir wissen, und das ist, was ich mit dem zusätzlichen Wissen der Zuschauenden ganz am Anfang schon gemeint habe und was wir eben auch in Nosferatu haben. Der Mann sieht einfach dieses Foto, das ist das letzte Foto seiner Frau, da schaut sie noch strahlend auf ihn an und er bricht in Tränen aus. Er weiß einfach gar nicht mehr, was das jetzt eigentlich alles bedeutet. Wir aber erfahren in der Rückblende, was am Tag Null passiert ist. Beim Roden eines Regenwaldes hatte ein Bulldozer des Konzerns, für den die Gwyneth Paltrow-Figur arbeitet, einen Bananenbaum gefällt, die Fledermäuse, wir sind wieder bei den Fledermäusen und somit auch wieder bei Nosferatu. Die Fledermäuse, die dort wohnten, wurden dadurch aufgescheucht. Eine davon hat in einem Schweinestall Zuflucht gefunden und mit einem Stück Banane, was ihr aus dem Mund gefallen ist, das Schwein, das dann dieses Stück Banane in den Mund genommen hat, infiziert. Und dieser Koch hat dann eben später im Restaurant dieses Schwein zubereitet, hatte seine Hand regelrecht in dessen Mund, als er gerufen wurde. Und wir sehen zwar, wie er seine Hände an seiner Schürze abwischt, doch Beth, und darin besteht eben gerade das Problem der Freizügigkeit, der sexuellen wie auch der Neugierde, es ist ja auch eine moderne Pandora, und eben diese Handlungsreisende, sie hat halt darauf bestanden, nicht nur, dass sie mit ihm ein Foto machen wollte, sondern dass sie auch seine Hände fest in ihren hält. Also das Kontangere, die Berührung, die Übertragung von solchen
Krankheiten sicherstellt und lächelt kokett in die Kamera. Und die Berührung, die wir in den Händen sehen, ist natürlich auch die Berührung, die der Film mit uns macht. Und man könnte gleichzeitig auch sagen, drei Außenseiter, eine freizügige Frau, ein exotischer Koch und eben ein Schwein. Der Ehemann weiß das nicht. Er sieht eben nur dieses letzte Bild, was eine Art Leben, was eine Art Geisterbild ist. Die verstorbene Frau ist wieder da und lächelt ihn strahlend an. Wir sehen in dem Lächeln bereits die ganze Katastrophe, die von ihr ausgegangen sein wird. Und gleichzeitig kommt noch etwas zusammen, und so wären wir dann auch wieder bei Freud. Es ist eben der Tod für diese Menschen, aber nicht für uns. Und er ist noch dazu eine Entlastungsgeschichte. Man konnte Leute finden oder Situationen finden, die man verantwortlich machen kann. Und dadurch, dass die aber auch einfach nur zufällig in diesem Restaurant war, findet auch noch etwas, was für mythopoetische Geschichten so entscheidend ist, statt, nämlich der Zufall und die Notwendigkeit. Es hätte so nicht passieren müssen, aber es ist so passiert. Und eigentlich konnte man das abwenden, aber man hat es nicht abgewendet. Und wir können das alle sozusagen entweder in Kino oder jetzt vor unseren liebgewonnenen Zoom-Maschinen immer wieder genießen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, sehr gut. Jetzt sehen wir keine Menschen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Panorama, für diesen kleinen Parcours durch die Filme, die Pandemien, wo sie uns sind, vom frühen Vampirfilm bis Contagion geführt haben. Wenn ich vielleicht gleich anschließen darf an die letzten Ausführungen zu Contagion und ihren Überlegungen zur Rolle insbesondere der Frau. Ich finde es faszinierend und wichtig, wie sich uns eben auch im Zusammenhang mit solchen Katastrophen eben wie einer Pandemie, die ja von außen kommt, eine Naturkatastrophe, trotzdem immer die Frage stellt, wer ist jetzt schuld? Wem können wir die Schuld zuweisen? Und wie Sie eben zeigen, es ist einerseits die Frau, andererseits der Weltkonzern. Und das wird hier in einer ganz sonderbaren Weise dann auch noch vermischt, weil dann ja Gwyneth Paltrow, ich weiß nicht, wie sie im Film heißt, auch noch für diese Firma arbeitet. Also ist das auch etwas, dass da die Brücke so geschlagen wird, da auch nochmals die Schuldzuweisung erfolgt. Stimmt, das hätte ich sogar noch mit einführen können. Das Interessante ist wirklich, Schuld ist ja in dem Sinne niemand. Es ist ja, darüber ist ja sehr viel in den letzten 12 Monaten auch gesprochen worden. So eine Pandemie wie Covid-19 entsteht, weil mehrere Faktoren zusammenkommen. Also okay, wir reden jetzt nicht über die Paranoia-Fantasien, die politischen Fantasien, das ist nochmal was anderes. Es ist natürlich ein Problem, dass Menschen so dicht mit Tieren in China leben. Es ist ein Problem, dass es diese Fresh Markets gibt. Aber ich meine, das ist eine kulturelle Sache, also da kann man jetzt nicht von Schuld sprechen. Es ist sicherlich auch ein Problem, dass man aus verschiedensten Gründen diese Urwälder, diese Regenwälder abrodet, also dass man Leben der Tiere in der Natur verändert. Also man bringt sozusagen eine Veränderung in ein System, was wiederum Konsequenzen haben wird. Aber auch da, ja, das ist Teil unserer Ökokritik und einer richtigen Ökokritik. Aber von Schuld ließe sich da ja auch noch nicht sprechen. Diese ganze Schuldfrage kommt nur
dann oder wird nur dadurch fokussiert, dass man es an Figuren festmachen kann. Und in diesem Fall sind es eben die Figuren, die für diesen Konzern arbeiten. Das sind aber auch die Leute in China, die für diesen Konzern arbeiten. Es sind auch die Leute aus den verschiedensten Orten der Welt, die an diesen Ort in China gekommen sind, um sich da zu treffen. Dadurch, dass die eine Person sind, und kann man sagen, ah ja gut, aber hätte sie nicht das gemacht, hätte sie nicht das gemacht, hätte sie. Das heißt, man denkt immer auch über alternative Geschichten. Wenn das und das und das nicht passiert wäre, dann wäre das und das und das auch nicht passiert. Also die Seuche hätte verhindert werden können, wenn, was ja nicht unbedingt stimmen muss, die kann ja auf irgendeine andere Weise trotzdem sich verbreiten. So. Aber deswegen nenne ich das Entlastungsgeschichten. Das macht das Denken von etwas, was sehr kompliziert ist, einfacher. Und die Tatsache, dass diese schöne, strahlende, selbstbewusste, eine 34-jährige Frau noch dazu, also auch eine Managerin für diesen Konzern arbeitet und somit wirklich auch Teil des kapitalistischen Systems hat, was in doppelter Weise ja problematisch ist. Natur ausbeuten und die Handlungswege, die sie unterstützt, das macht sie ganz besonders brauchbar als Sündenbock. Es ist ja eine Sündenbock-Geschichte. Und vor allem, weil sie ja gar nicht weiß, was sie da tut. Und da sehe ich eben schon so die Nähe vor allem zu Pandora, weniger zu Eva. Denn Eva hat sich ja immerhin vom Satan inspirieren lassen und hat ihrem Mann gesagt, iss vom Baum der Erkenntnis. Aber Pandora, die kriegt ja einfach ihre Büchse und dann ist sie halt neugierig. Und deswegen, das ist schon auch so ein bisschen eine moderne Pandora. Weil sie ist auch neugierig. Sie will nicht nur dieses Essen essen, sie will dann unbedingt auch den Mann treffen, der das Essen gemacht hat. Und diese Neugierde, die sicherlich auch Teil, ich will auch nach China gehen, ich will mir diese Plant anschauen und so. Also es ist eigentlich wirklich auch eine Neugierde-Geschichte und die Gefahr der Neugierde. Und in gewissem Sinn ein Gegenbild in dem Film ist dann ja die von Kate Winslet gespielte Wissenschaftlerin. Ich erinnere mich an die erste Szene. Man zeigt sie, glaube ich, im Wollpullover. Sie wirkt bleich und überarbeitet. Es ist wie ein Gegenbild, das dann da gezeichnet wird. Auch wieder eine Frau, die dann alleine im Hotelzimmer, glaube ich, beim Arbeiten erkrankt. Ja, genau. Also ist das so eine gezielte Gegenbild-Szene? Also es gibt sogar mehrere. Ich habe das jetzt einfach in dem Vortrag jetzt nicht mehr drin gehabt, aber es gibt sogar mehrere Gegenbilder. Winslet ist das Beste, weil die passt eher in die Figur der Frau, die wir im Nosferatu gesehen haben. Sie ist eine ernste, ich glaube, die heißt Field Officer. Auf jeden Fall, sie arbeitet für den CDC und geht dann eben nach Minneapolis und setzt sich irrsinnig forscht dafür durch, dass die Zentren haben, wo die Erkrankten sein können, etc., etc. Und sie ist wirklich mit den Erkrankten und da infiziert sie sich und wir sehen sie ja dann tatsächlich in einem Bodybag, was ja auch für die Figur Winslet, vor allem wenn man dann an den Film denkt, wo sie eigentlich als Schauspielerin, als Star eingeführt wurde, nämlich Titanic. Jetzt ist sie diejenige, die sozusagen hier sich wirklich geopfert hat. Und dann gibt es aber natürlich noch zwei andere, die Marion Cotillard, die nach China geht und dort bleibt, um den Leuten dann zu helfen, weil sie denen den Placebo gegeben haben. Und vor allem die von Jennifer Ehl gespielte Virologen, die sich selber mit dem Serum infiziert, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Also es ist wie, man hat drei gute Frauen, also die Dreieinigkeit, um Gwyneth Paltrow sozusagen die wegzumachen, weil da so viel toxische Bedrohung von ihr ausgeht. Contagion, der einzige Outbreak-Film, der ein solches Revival erlebt hat in der Pandemie, oder gibt es andere? Leute fanden, also bestimmte Menschen fanden das merkwürdig, andere fanden es natürlich gar nicht merkwürdig. Pandemiefilme wurden en masse im letzten Spätfrühling und Sommer gesehen. Also es gab einen wirklichen Run. Ich meine,
auf diese Filme. Natürlich Contagion war der, der so offensichtlich ein Vorspiel zu sein schien. Man darf natürlich nicht vergessen, eigentlich ist der im Kontext der SARS-Erkrankung gemacht worden. Also die haben, das ganze Wissen wäre ja schon da gewesen. Ich habe das ja auch in Bezug auf die Simulation, die vorletztes Jahr, also 2019 in den USA gemacht wurde, Red Crimson, Crimson in Contagion, wo sie eigentlich vorgespielt haben, was dann tatsächlich 2020, auch, also Ende 19, Anfang 20 passierte. Das war halt so der Film, mit dem man am meisten eins zu eins sagen konnte, der nimmt vorweg, was wir jetzt erfahren. Aber tatsächlich sind alle Pandemiefilme im Frühling und im Sommer gestreamt worden und Listen im Netz verteilt worden, welche Pandemiefilme man sich angucken konnte. Ansonsten auch ganz viele Zombiefilme und Horrorfilme. Ich muss wirklich dazu sagen, nicht alle Zombiefilme sind Pandemiefilme, sondern eben tatsächlich nur Nosferatu und die anderen beiden, die ich genannt habe. Aber man wollte grundsätzlich Horrorfilme sehen. Und auf die Frage, warum? Ich denke, weil man lebt in einer Situation, die gefährlich ist. Und dann, wenn man das auf überhöhte Weise auf der Kinoleinwand sieht, aber man weiß, das ist ja Genre-Kino, das läuft immer daran auf hinaus, das XYZ, das hat dann einfach etwas Beruhigendes. Und insofern, es waren eigentlich alle Pandemiefilme, die erfolgreich waren. Damit haben Sie fast schon eine Frage beantwortet, die auch aufgeworfen wurde. Der Fragesteller macht darauf aufmerksam, dass diese Filme ja oft außerordentlich gewalttätig sind. Natürlich eben die Zombie-Filme par excellence, Dawn of the Dead, Army of the Dead, I Am Legend und so weiter. Und es wird ihm gefragt, ob das ein Stilmittel ist, um die Zuschauerinnen weiter zu distanzieren, um vom Tod oder auch von anderen Gründen abzulenken. Also ich denke, die übertriebene Darstellung von Gewalt und Tod hat etwas Beruhigendes. Also deshalb hatte ich den Freud eingeführt. Und ich meine, man darf nicht vergessen, gut, das wissen Sie als Kritzisten besser als ich, aber ich würde das vom Shakespeare herleiten. Shakespeare-Stücke sind furchtbar gewalttätig, sind ja grauenhaft. Da wird den Menschen die Zunge abgeschnitten und die Hände abgeschnitten und die Augen rausgerissen. Also diese ästhetisch erhöhte Gewalt hat etwas Beruhigendes, weil sie ästhetisch erhöht ist. Also in der Welt der Fiktion dürfen Dinge passieren, darf man auch Dinge genießen, die man in der alltäglichen Wirklichkeit nun weder genießen darf noch will, weil die Leute merken, das ist ein Theater und deswegen ist Genre-Kino so wichtig. Das ist Genre-Kino. Das gibt ja überhaupt gar nicht vor, realistisch zu sein. Das wäre jetzt der Unterschied zwischen den Zombie-Filmen und den Zombie-Filmen, den anderen gewalttätigen Filmen und Contagion, der auch diese Gewalt nicht hat. Also da sterben die Leute so, wie sie auch in den letzten anderthalb Jahren gestorben sind. Die politischen Filme, auf die ich auch zu sprechen gekommen bin, die sind so ein bisschen dazwischen. Deswegen habe ich die ja als Paranoia-Filme benannt, weil die sehen real aus, also vor allem so etwas wie Outbreak, aber die politische Paranoia-Fantasie dahinter, da sind böse Mächte am Werk, die aus was für immer Gründen das jetzt machen, die wird wiederum auch als solche ausgestellt. Also das Tolle am Hollywood-Kino ist wirklich, es ist ganz offen in dem, was es tut. Und deswegen funktioniert es. Weil ja, das ist ideologisch, genau. Und dann kann man sich auf das ideologische Argument einlassen. Oder hier, ich meine, Contagion ist natürlich auch irgendwo ein Märchen. Alle Leute sind gut, außer dem durchgeknallten, von Jude Law gespielten Journalisten. Eine weitere Frage zielt auf das Verhältnis von Realität und Fiktion ab und fragt, in welche Richtung geht eigentlich die Wirkung? Geht die Wirkung von der Realität auf die Filmkunst oder beeinflussen die Künste unser Leben und unsere Wahrnehmung? Also inwiefern ist unser Denken beeinflusst eben von solchen Visionen und filmischen, genau, Darstellungen? Und gibt es eine Parallele zwischen Film, Kunst und Medien mit Blick auf die Verantwortung?
Also zweiteres ist eine andere Frage. Das erste ist ganz klar, das ist eine, ist ein Loop. Also die Filmwelt, Filmsprache, ob jetzt die Geschichten, die Konstellationen und tatsächlich die Denkbilder, die im Film dann einfach wirklich visualisiert werden, greifen natürlich erstens mal ganz 200 Jahre oder 500 Jahre Malerei auf und mehrere tausend Jahre Literatur. Also die verarbeiten einfach nur noch mal in einem neuen Medium, was schon im Drama und in der Literatur und in der Malerei dargestellt wurde. Und manchmal zeigen sie das auch ganz explizit, indem man dann, was weiß ich, Gemälde an der Wand sieht oder. Also sie greifen etwas auf, sie greifen auch frühere Arten, wie man mit so etwas wie Pandemie umgegangen ist, wie man das dargestellt hat, auf. Sie greifen aber gleichzeitig auch auf, also zumindest, naja, man kann schon sagen, selbst schon Nosferatu, aber die Contagion, Outbreak und so weiter, greifen also seit den 90er Jahren auch die Medienverarbeitung von Pandemien auf, indem sie Fernsehbilder oder eben der Zombie-Film von Romero beginnt ja in einem Fernsehstudio, also indem sie direkt auch die Medienberichterstattung dessen, was im Moment da passiert, einspielen. Und das wiederum ist natürlich ein Kommentar zur Medienberichterstattung außerhalb dem Kinosaal. Also dieses to go viral in the media ist etwas, was ja nicht ganz neu ist als medialer Selbstkommentar. Das hat sich einfach jetzt letztes Jahr nochmal gesteigert. Aber das Zweite an diesem Loop ist, dass sie natürlich wiederum eindringen in unsere Art, über etwas nachzudenken. Also auch wenn man das gar nicht mehr so ganz bewusst weiß. Wir haben ja alle Contagion schon 2011 gesehen. Also viele von uns haben den damals gesehen. Der hat sich ja irgendwie in unseren Köpfen eingegraben. Und ich weiß, das war so eines der Dinge, über die ich dann nachdachte, bevor ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Ach stimmt, da war doch die Kate Winslet in dem Bodybag. Und die hat doch dem Mann die ganze Zeit gesagt, es soll, weil ich das immer mache, jetzt mache ich es eben nicht mehr. Er berührt sich die ganze Zeit im Gesicht. Das heißt also, sowohl konkrete Bilder wie auch die Geschichten, die erzählt werden, also die Probleme und die Lösungen, die in Filmen aufgebracht werden, formen die Art und Weise, wie wir mit so einer Katastrophe umgehen. Man denkt das jetzt in Bezug auf, wie es schon in einigen Filmen oder auch literarischen Texten verarbeitet wurde. Also es ist ganz klar eine Wechselwirkung, ist aber auch eigentlich nicht neu. Das war auch schon im 19. Jahrhundert der Fall mit Malerei und Realität oder mit Literatur und Realität. Was jetzt die ethische Verantwortung betrifft, würde ich eigentlich gerne, auch wenn das ein bisschen konservativ traditionell ist, zwischen fiktionalen Medien und Berichterstattung trennen. Ich verstehe schon, dass fiktionale Medien wie Contagion, gutes Beispiel, viel dokumentarisch Wirkendes an sich haben, aber es ist eine formalisierte Erzählung, es ist visuell extrem ästhetisiert und die ganze Musik noch dazu. Also wir wissen, wir bewegen uns hier, und deswegen hatte ich ja den Freud am Anfang zitiert, wir bewegen uns hier in der Welt der Fiktion. Beunruhigend ist natürlich, ach, das ist nicht neu, darüber reden wir seit einigen Jahren, dass wir uns mit Social Media in einer Welt des Postfaktischen bewegen, dass also so irrsinnig viel, was in den Medien, ob jetzt die offiziellen Medien oder die Social Media betrifft, dass sich das starker fiktionaler Züge bedient bis hin zu regelrechten Fake News oder False News. Und da würden wir uns natürlich, denke ich, als mitteleuropäisch gebildete Menschen etwas mehr wie nennt man das, Objektivität und Selbstreflexion wünschen. Aber das ist genau das, ich finde ja gerade im Kino, im Fiktionskino, dürfen diese ganzen Sachen durchgespielt werden, weil wir sie als Fiktion wahrnehmen. Aber es ist eine fließende Grenze geworden, das gebe ich zu. Sie haben in Ihrem Vortrag hauptsächlich Filme von amerikanischen oder zumindest englischsprachigen Männern besprochen. Es wird gefragt, gibt es auch ein Katastrophenkino von Frauen? Gibt es
prägt Filme von Regisseurinnen einerseits und andererseits gibt es ein deutschsprachiges oder vielleicht auch nicht englischsprachiges Outbreak-Kino. Also Murnau ist deutsch. Also man kann sagen, es beginnt eigentlich alles in Deutschland. Ich weiß jetzt von Regisseurinnen so nicht. Also es gibt keine amerikanischen Regisseurinnen oder keine in Hollywood arbeitenden Frauen, die Outbreak-Filme gemacht hätten. Ich kenne jetzt tatsächlich aber als Amerikanistin hauptsächlich das Hollywood-Kino. Also es mag sein, ich bin auf nichts gestoßen, habe das aber tatsächlich auch nicht gesucht, weil ich wollte ja bestimmte Stränge verfolgen. Was ist allerdings natürlich der andere große Film, der jetzt nicht in meine Stränge passt, ist Ingmar Bergmans Siebtes Siegel. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es im sowjetischen Kino und jetzt russischen Kino einiges zu Outbreak gibt. Ich hatte mir noch überlegt, ob man auch Tschernobyl, also die Fernsehserie Tschernobyl, mit reinbringen könnte. Ist dann, aber ich meine, da muss man wirklich nochmal ganz andere Fenster aufmachen. Also ich würde sagen, wahrscheinlich, also nicht Hollywood, also nicht amerikanische Mainstream gibt es sicherlich bei Frauen, das wird sich jetzt erst zeigen, weil es einfach bislang auch so wenig Regisseurinnen gegeben hat. Das ist ja ein Phänomen, was jetzt erst zunimmt. Vielleicht kann man da eine weitere Frage gleich anschließen mit dem Blick in die Zukunft. Rechnen Sie mit einem, wenn nicht Revival, oder mit einem Outbreak von Outbreak-Filmen jetzt im Nachgang an die Pandemie? Oder müssen wir vielleicht eher mit einer Gegenreaktion rechnen? Also hier ist die Frage, ob wir jetzt vor allem auf Rom-Coms uns gefasst machen würden, um romantische Komödien, um von der traurigen Realität abzulenken. Wie prognostizieren Sie das? Sowohl als auch. Also ich glaube jetzt gerade im Moment ist eine solche Welle, auch in der Belletristik, Leute, die jetzt alle Pandemieromane schreiben und die ganzen Menschen, die damit sich beschäftigen müssen, sagen, ach mein Gott, noch ein Covid-19-Roman. Also ich glaube, es gibt eine Ermüdung, ist natürlich auch schon im Fernsehen angekommen, es hat schon Fernsehserien gegeben, es wird sicherlich auch noch mehr Fernsehserien geben. Ob jetzt zur Ablenkung davon eher romantische Komödien oder vielleicht auch das Musical, was in den letzten anderthalb Jahren gar nicht funktioniert hat, aber bei meinen Studenten im Moment sehr gut ankommt. Oder ob vielleicht, also es ist immer so schwer, was zu prognostizieren. Also das können wahrscheinlich Produzenten und Filmkinobesitzer besser sagen. Ich würde eher sagen, was bemerke ich? Und ich bemerke, dass die Oscars dieses Jahr, also vor allem der für den besten Film, an eine chinesisch-amerikanische Regisseurin gegangen ist, die sich für die sogenannten Randständigen interessiert hat. Also die einen unglaublich ruhigen Film gemacht hat. Das ist also so weit weg, wie man nur kommen kann von Outbreak-Filmen, also von dem Genre des Katastrophenkinos. Es ist aber auch überhaupt nichts Sentimentales und Sentimentales wie jetzt Musical oder romantische Komödien wären, sondern es ist fast wie angesichts einer Katastrophe, die also in den USA zumindest wirklich auch als nationale Katastrophe wahrgenommen wurde, gucke ich mir jetzt was anderes an, was auch mit der Versehrtheit der Lebenswelt und auch mit einer Krise innerhalb des Demokratischen zu tun hat, aber wirklich auf unserer Ebene, auf so einer ganz menschlichen, wo man keine Schurken suchen muss und keine Entlastungsnarrativen. Insofern, das wäre ja jetzt eine interessante Gegenposition. Und die wäre ein anderes Korrektiv. Also nicht, ich verliere mich in diesen Kinowelten, weil ich solche Furcht im Moment habe und weil ich meine Furcht nicht richtig definieren kann. Das wäre ja so letztes Jahr gewesen. Jetzt hat sich das ja doch verändert. Jetzt wissen wir zwar noch immer nicht wirklich, was los ist, aber wir haben nicht mehr diese diffuse Angst. Und dass man da sich vielleicht jetzt mehr interessiert für diese Versehrtheiten, ob das jetzt menschliche, soziale sind oder auch ökologische. Gibt es neben der Figur des Vampirs andere fantastische und
fiktional markierte Gestalten im Film, die Seuchen versinnbildlichen, die Seuchen visuell greifbar machen? Also außer dem Vampir und dem Zombie. Mhm. Also auch wieder, ich finde es immer so lustig, wenn Menschen über das reden wollen, worüber ich nicht geredet habe, weil ich kann ja nur über das reden, was ich geredet habe. Also es gibt ja eine riesige Menge an Filmen, die man angucken kann, und es gibt eine riesige Menge an Fernsehserien, die man angucken kann. Und ich bin zum Beispiel einer der wenigen Menschen der Welt, die Game of Thrones nicht geguckt haben. Könnte aber durchaus sein, dass in diesem Gebiet, ich kenne mich überhaupt nicht bei Tolkien aus, dass in diesen Mittelalter-Retro-Filmen, da müssen ja auch irgendwie Seuchen vorkommen. Also dass man gerade im Bereich des Fantastischen noch ein Genre hätte, wo Seuchen verarbeitet werden. Die Parallelen zwischen aktuellen Verschwörungstheorien und dystopischen Paranoia-Filmen sind ja teilweise sehr auffällig. Lassen sich ja auch hier im Einzelnen konkrete Abhängigkeiten festmachen? Also was ich angeschaut hatte, war eben, also Body Snatchers, The Invasion of the Body Snatchers, 56, wird ja im Mittelpunkt, ich weiß nicht, ob man das jetzt den Höhepunkt nennen möchte, des Kalten Krieges gemacht. Und das ist die Zeit, in der amerikanischen Militär und im sowjetischen Militär Wargames durchgespielt werden, also Simulationen. Und das ist ganz offensichtlich, dass die sich voneinander abspielen. Also man spielt in den Warrooms dieser Military-Installation in den USA und in der Sowjetunion die Möglichkeit des Erstschlags durch. Und man spielt diesen Nuklearkrieg immer wieder durch, damit man ihn in der Realität nicht tatsächlich durchführen muss. Und das Kino spielt das Gleiche immer wieder durch. Weil es gibt ja neben den solchen Filmen einfach auch die Naturkatastrophenfilme, die eigentlich ein ganz ähnliches Narrativ erzählen. Und das heißt, also wir haben Simulationen, also auf der Ebene der Simulation findet diese Entsprechung statt. Und zwar die real von den Regierungen durchgespielten Simulationen und dann die Kinoleinwand als Schauplatz für Simulation. Also da würde ich sagen, ist es am offensichtlichsten. Und das andere wäre ja natürlich, Leute gucken sich, ich meine, nun Paranoia-Filme gibt es sehr, sehr viele, die sind nicht immer Seuchenfilme. Also Seuchenfilme sind wie so der Unterpunkt von größeren Genrefilmen. Und natürlich füttern die Filme, die man sieht, die eigenen Fantasien. Und wenn man eine Anlage zur Paranoia und zur Verschwörung hat, dann füttern natürlich Filme, in denen Paranoia inszeniert wird oder Verschwörungen inszeniert werden, diese Verschwörungen, obwohl die Verschwörungsfilme das ja immer auch als Fantasien entlarven. Oder eben die Bösewichte, deren Fantasien es sind, entlarven. Das sieht aber jemand, der paranoid ist, nicht. Das ist das Problematische. Man kann halt in den Filmen alles sehen, was man sehen will. Also Autorenintention ist nicht gut. Es gibt noch einen Hinweis auf die Frage nach den Alternativen zu den Vampiren. Also hier wird darauf hingewiesen, dass eben Werwölfe, Wendigo, dunkle Elfen etc. Es gibt viele fantastische Seuchenwesen. Man kann sie bei The Witcher finden beispielsweise. Genau. Ich auch nicht. Ja, das wäre jetzt auch, also das wäre meine Spekulation, da müsste sehr viel sein. Aber, verseuchte Brunnen, Frauen, die irgendwie Gefährliches ausstrahlen. Und vor allem, wenn man außerhalb des Europäischen guckt, im japanischen Raum beispielsweise, die ganzen Geisterfrauen und so. Ich habe mich bei den Vampiren gefragt. Die Vampire machen ja den Virus gewissermaßen sichtbar.
sichtbar. Also die Viren sind ja für uns nicht zuletzt so bedrohlich, weil wir sie nicht sehen. Und ich habe mich gefragt, ist das ein Bedürfnis des Kinos, dass wir halt, dass etwas gefunden wird, um das Virus sichtbar zu machen? Oder ist es doch eher das psychologische Bedürfnis, das durch das Kino befriedigt wird, dass wir den Feind zu Gesicht bekommen? Also was natürlich Kino kann, und das haben wir ab Andromeda Strain eigentlich, die können dann ganz groß, was man im Mikroskop sieht, aufblasen. Oder sie können Computer, wie heißt das, Computerentwürfe, also Computersimulationen darstellen. Also ich meine, das wäre nochmal ein ganz anderer Strang, dass man auf der Kinoleinwand sieht, was man sonst nur im Labor sieht und dann eben nur ganz klein und hier ganz groß. Das wäre so das eine. Aber tatsächlich bei den Vampiren ist es so, ich hatte mir das ja zuerst nur so gedacht, ach, das ist doch eigentlich interessant. Der Vampir ist zwischen Leben und Tod. Und das Virus ist eigentlich auch so ein unbelebter Schnipsel, der aber auch nicht wirklich tot ist. Dann kann man die Sachen so miteinander denken. Und kurioserweise war das aber etwas, was die Virologen selber schon seit Jahren sagen. Also diese Idee, dass das Virus mit einem Zombie vergleichbar ist oder dass man über das Virus in den Bereich der Zombies kommt, das sagen die Virologen selber, weil sie sich vielleicht auch, also einerseits, weil das Interessante an den Vampiren ist ja, also fast mehr als bei den Zombies, dass sie eben wirklich zwischen dem Lebenden und Toten sind, dass sie einen Wirt brauchen, um weiterleben zu können, dass sie aber eigentlich dem Tod geweiht sind. Also ich habe ja die Viren eigentlich wie die Götterdämmerung gesehen. Also sie können ja nicht wirklich überleben, also nur ein bisschen. Aber sie wollen einfach überleben. Also dieser Überlebensdrang des Virus als analog zu dem Überlebenszwang der Vampir, der hat ja eigentlich seine Zeit überlebt, der ist ja eigentlich schon in der Erde, aber da will er einfach nicht bleiben. Also das war so ein bisschen die Analogie, die ich mir überlegt hatte und die dann eben, ich dann gemerkt habe, also Virologen benutzen dieses Bild, aber warum benutzen sie das Bild? Das Virus ist natürlich kein Zombie, das Virus ist kein Vampir, das ist ja absurd. Das Virus ist gar nichts. Das Virus ist nicht menschlich. Das Virus ist nicht handlungsbefähigt. Das Virus ist, alles was wir über das Virus sagen, sagen wir aus unserer anthropomorphen Position. Und dann würde ich sagen, deswegen ist es eher das Psychologische. Auch die Virologen selber vermenschlichen das Virus beziehungsweise geben ihm Attribute, damit sie es greifbar und begreifbar machen können. Und das sind immer unsere Kategorien, die auf etwas übertragen werden. Vielleicht noch eine letzte Frage, die ich noch ausgelassen hatte, wo wir Sie auch nochmals als Prophetin in Anspruch nehmen wollen. Es wird gefragt, ob Sie sich denken können, dass wir eine Verfilmung des Gilgamesch-Epos sehen werden, um eben auch, weil es da auch um Sterben und Umgang mit Seuchen gehen würden. Also was soll ich sagen, alles ist möglich, aber im Moment bin ich eher daran interessiert, dass es jetzt eine neue Verfilmung von Kleopatra geben wird. Man hat nämlich jetzt endlich die Schauspielerin gefunden, die Kleopatra des 21. Jahrhunderts sein könnte. Und jetzt wollen Sie wissen, welche. Ich habe es sogar schon gehört, sehen Sie? Meine Popkultur. Wonder Woman. Genau. Höchst problematisch aus der Sicht vieler, oder? Ich würde sagen, extrem problematisch. Aber insofern, antike Stoffe geben immer sehr viel her für Filmproduktionen, also vor allem für diese Blockbuster digital produzierten Bildwelten des Kinos. Ja, ich glaube, damit sind wir auch ans Ende gelangt, dieses wunderbaren Parcours durch die Welt des Outbreak-Kinos. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ich empfehle Ihnen allen die Lektüre des Buches, wo Sie nicht nur über diese Filme, sondern auch über vieles mehr sehr viel erfahren können. Es bleibt mir jetzt nur noch, Sie
einzuladen, auch in einer Woche nochmals dabei zu sein zur Abschlussveranstaltung unserer Ringvorlesung. Ich werde dann das Vergnügen haben, eine Diskussion führen zu können mit dem Historiker Kyle Harper und der Klimawissenschaftlerin Rupa Mukherjee. Es wird bei dieser Panel-Diskussion um die Frage des Klimawandels gehen, des Umgangs der Menschen mit dem Klimawandel unter dem Stichwort Climate Change and the Fall of Empires. Und ich freue mich schon sehr auf diese Diskussion, die ich dann führen kann und hoffe wieder sehr darauf, dass Sie mich wieder mit Fragen befüttern werden, die wir dann in die Diskussion einbringen können. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank nochmal Ihnen, Frau Braunfels. Dankeschön.